Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Alteiche im Westerwald. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, macht das gerne mit der, ja, wie soll ich sagen, der kostenlosen und schnellen Ein-Klick-Unterstützung und lasst noch ein Däumchen nach oben da. Ja, wir sind hier noch am Feld, noch gerade am Schwaden und zwar sind wir hier in den letzten Bahnen. Und dann dachte ich mir für die heutige Folge, wir machen das jetzt hier gerade fertig und dann werden wir mal schnell oben hinfahren zu unserer Produktion und werden nochmal eine Ladung Zucker verkaufen und dann schnappen wir uns den anderen Case und werden mal anfangen, das Heu einzufahren. Dann haben wir das nämlich auch schon hinter uns. Und das ist ja mehr wie gut, ne? Also davon mal abgesehen. Und der ein oder andere wird sich jetzt denken, warum läuft denn die Zeit auf 3? Es muss mal ein bisschen vorangehen. Geht ja nun mal nicht anders, ne? Also wenn wir alles auf 1 laufen lassen, das ist schon, da haben wir natürlich Zeit ohne Ende, aber dann haben wir hier sehr wahrscheinlich dann 10 Folgen gemacht an einem Tag. Dann sind wir mit allem fertig und dann haben wir wahrscheinlich die nächsten Folgen gar nichts zu tun. Deshalb lasst uns da einfach so nehmen, wie es kommt und auch einfach die Zeit ein bisschen voranschreiten lassen. Und 3 finde ich zum Beispiel wiederum ganz akzeptabel. Sag mal so. So. Also, geschwartet haben wir. Hatte ich da hinten das jetzt auch schon? Nee. Na moin. Ich dachte, da hätte ich doch auch schon gemacht. Oder habe ich hier nur gewendet? Ja, toll. Ich habe ihn nur gewendet. Ja, moin. Ja, gut. Ja, dann müssen wir das auch noch schwaden. Aber ich habe ja gesagt, wir werden das so machen, dass wir jetzt erstmal nochmal eine Ladung verkaufen fahren. Jetzt muss man gerade gucken. Ich glaube, den Anhänger, den hat schon oben stehen. Das heißt für uns, wir werden jetzt gerade mal da hochfahren. Und dann können wir den Zucker ja auch direkt wieder zu Geld machen. Weil über Nacht, denke ich mal, ist da auch schon wiederum eine Menge passiert und ja, kommt sehr wahrscheinlich ja wieder gut Geld dafür. Ja, Leute, ich habe mir mal so meine Gedanken gemacht bezüglich Projekte, ne? Also, was jetzt so noch im 22er kommen wird oder könnte, was im 25er kommt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich noch gar keinen Plan. Was im 25er kommt, das weiß ich wirklich noch nicht. Dann müsst ihr euch überraschen lassen, genauso wie ich auch. Alles, was ich euch jetzt sagen würde, wäre einfach nur so ins Blaue hinein. Das weiß ich nicht. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ich werde das auch machen. Wie gesagt, ich warte einfach mal, was sich da so ergeben wird, was sich vor allem alles ergeben wird. Wie gesagt, das kann ich euch alles noch gar nicht sagen und nennen. Wir warten wirklich einfach mal ab. Und im 22er, wartet mal gerade, ich will mal gerade gucken, was jetzt noch hier ich will hoffen, dass so gewisse Menüführungen oder so ein bisschen was anders sind im 25er, ich weiß nicht. Mit dem 19er kam ich klar, mit dem 22er auch, ja. Aber irgendwie, so, hier bekommen wir am meisten für, kann das sein? Ja, Großhandel Alteiche, wo ist deine Großhandel? Ach, das ist hier hinten. Ja, dann fahren wir doch hier rüber. Ja.
Aber wie gesagt, im 22er, ja, also ich habe da noch eine Idee, was man macht. Oder was zumindest mal ich im Singleplayer mache. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form auch im Multiplayer realisierbar ist. Ob sich da aus dem Team auf jeden Fall oder ob da Interesse besteht, da im Multiplayer halt was zu machen. Ich glaube, das würde dann wirklich so ablaufen, dass man, wenn, glaube ich sogar, entweder mache ich da alleine dann die Aufnahmen so, wie ich gerade denke, oder könnte auch sein, dass wir da vielleicht so Folgen machen, die wir dann direkt aus dem Livestream dann irgendwie knacken oder so, ne? Muss ich mal gucken. Alles andere ist erstmal nur so hätte Fahrradkette. So, was haben wir dann? 26.000, ja. Naja. Ich sag mal so, besser als ein Pastor der Hand gegeben, ne? 26.000 Euro. Die haben wir jetzt nochmal. Gut. Insgesamt 174.000. Haben wir jetzt auf dem Konto. Das ist sehr gut. Und, Leute, ich habe eben noch eine spontane Idee gehabt. Ihr wisst, ich bin Case-Fan. Ne? Ich fahre sehr gerne Case. Ich finde die Traktoren toll, mega. Werde ich auch immer so weitermachen. Ich würde aber vielleicht mal auch dem Projekt vielleicht, um da auch mal eine neue Farbe zu geben. Was haltet ihr davon, wenn wir uns vielleicht auch mal traktorentechnisch auch mal vielleicht umsehen, ob wir da vielleicht mal eine andere Marke nehmen? Wir sind ja gestartet mit John Deere und jetzt haben wir ja Case. Ne? Was haltet ihr davon, wenn man mal einfach auch mal eine andere Marke nehmen würde mit ins Projekt? Was meint ihr? Was sind eure Lieblingsmarken von Traktoren? Was würdet ihr hier auch sehen in dem Projekt? Welche Marke? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, schreibt mir auch gerne mal dazu. Dann welchen Trecker genau? Also von der Marke dann. Ich weiß nicht, ob ihr Links posten könnt, ich glaube aber nicht. Sonst schreibt dann wirklich den Namen. Den Namen und von wem der ist oder wo der dann zu finden ist, der Mod. Ne? Vielleicht kann ich ja da auch, vielleicht habe ich den ja sogar schon mit drauf, ich weiß es nicht. Aber vielleicht könnten wir ja da auch was ja, auf die Beine stellen. Weil ihr wisst ja, durch die Modliste bei mir, es wäre halt gut, wenn dann die Mods dann vorzugsweise aus dem Mod-Hub sind, weil wenn, dann kann man auch noch in-game hergehen und die schnell runterladen. Ne? Das ist ja, das sehe ich immer so als kleiner Vorteil da draus. Wie gesagt, eure Ideen und auch Marken, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, und jetzt fangen wir mal an hier mit Heu einzufahren. Wobei, ich finde, ich bin halt wirklich hier auf dem roten Trecker, bin ich einfach zu Hause. Ne? Und es kam jetzt letztens im Mod-Hub ein Mähdrescher raus. Der Klaas Matador, wenn ich jetzt richtig so im Kopf habe. Genau den ihr im Mod-Hub findet, den in der gräulichen Farbe, so einen haben wir bis vor kurzem auf dem Hof gehabt. Genau so einen. Ich habe den auch schon getestet und geguckt, gemacht und getan. Das ist der helle Wahnsinn.
ich weiß ja, wie der in real ist. Und diese Animation da drauf, was da alles klappert und rattert und machen und tun, das ist, also da geht so ein wirklich so ein Kindheitsding geht da wieder auf. Und dann habe ich direkt Funkeln in den Augen. Das ist Wahnsinn. Das Ding ist nur, ich würde den zwar auch mit hier drauf nehmen, also da auch die Frage an euch, soll man den mal mit hier drauf nehmen und uns zum Beispiel einfach mal mieten, weil wir haben ja einen Drescher, aber um einfach mal diesen Stil oder so, wie ich es von früher kenne, einfach mal mit hier in dieses Projekt nehmen. Was haltet ihr davon? Soll ich ihn mal mit reinnehmen? Dann schreibe ich den auch noch in die Modliste rein. Und dann, wer dann mag und Interesse hat, kann sich den ja dann auch gerne noch mit ins Projekt nehmen. Wenn ihr natürlich auch möchtet, dass der oder da der Glasdrescher wegkommt, dann machen wir das komplett mit dem alten Schinken sozusagen. Ne? Ist aber, wie gesagt, alles kein Muss. Ne? Ich bin halt hin und her am Überlegen. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch einfach mal fragen, was ihr davon haltet, was ihr davon meint. Ja, schreibt es mir gerne. So, 26.000 Liter Heu. Wie gesagt, für mich ist das grundlegend ja sowieso irgendwie hier in dem Sinne was anderes. Ne? Das ist ein Game, so hole ich das Heu mit dem Ladewagen ein. Aber in real ist es halt doch wirklich so, dass ich es nicht anders kenne. Wir machen Heuballen. Ne? Aber auch da wiederum, weil ich meine, der Tommy, oder eher gesagt Bleifuß, hat ja auch schon einen richtig schönen, langen Text mal im Kommentar geschrieben. Grüße gehen raus. Aber fand ich echt gut und die Meinung vertrete ich auch. Ne? Und trotz alledem finde ich auch, man sollte immer, egal was man macht, ob das jetzt ein Singleplayer, Multiplayer, Roleplay-Projekt, wo auch immer. Ich finde, man sollte immer mal an gewissen Punkten aber auch mal sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Klar, es gibt Leute, das schätze ich, respektiere ich auch, die sagen, ne, das geht gar nicht. Ich will das so realistisch wie möglich spielen und machen und tun. Ja, die sind natürlich in der Sache ziemlich, wie soll ich sagen, verbissen. Aber, wie gesagt, das steht jedem frei, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, oh hier, da müssen wir gleich nochmal hier aufsammeln, doch. Und ich glaube, es ist einfach nur Fakt, dass jeder im Endeffekt so sein Gameplay so genießt, wie er es gerne möchte, ne? Seht ihr zum Beispiel, was zu diesem Zeitpunkt ja auch parallel bei mir läuft, ist ja das Galgenberg-Projekt. Da spiele ich zum Beispiel ein LS mit diesen Jahreszeiten. Das habe ich noch nie gemacht. So eine Katastrophe. Wenn du noch nie damit was zu tun hattest oder sei sonst was und dann fängst du dir das da an und dann machst du ein Tuste. Ja. Wie gesagt, wer da Bock hat oder kennt es noch nicht, der kann da gerne mal reinschauen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. Ich sag mal, ich bin auch einer, der ist... Ja. Ich lerne auch nicht aus. Oder eher gesagt, keiner von uns. Kein Mensch kann, glaube ich, von sich behaupten, er hätte schon alles erlebt und gesehen, gemacht und getan. Du lernst jeden Tag Neues dazu. Egal, ob das jetzt hier ist, in dem Projekt, beim Zocken, beim Spielen oder auch im realen Leben halt. Ne? Also, du hast immer Punkte, wo du neue Sachen lernst, jeden Tag neue Erkenntnisse gewinnst, ob positiv oder negativ. Es ist immer wieder was Neues. Und ich sag mal, wenn wir alle perfekt wären,
Da käme ich, glaube ich, nicht alle miteinander so gut aus. Also, ist meine Intention, ne? Schreibt mir, wie gesagt, gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und auch das andere. Macht immer so kleine Absätze, wenn ihr Bock habt. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Und wir gehen, wie gesagt, zum jetzigen Stand von dem Video, wo das rauskommt, gehen wir strack auf die 800 Abonnenten zu. Herzlichen Dank an euch alle. Ich wünsche mir, dass wir die auf jeden Fall mal noch knacken. Und da geht es weiter, ne? Auf die 900 und dann auf die 1000. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, vergesst das Däumchen nicht. Und ich sammle jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke für das Einschalten. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.